Buongiorno, Adorno. Signore. Hier wird's auch langsam frischer. Nicht ganz so wie bei den Inuit, aber frischer. Aus der Entfernung konnte man die Klumpen und Blöcke für Seehunde oder Walrosse halten, für umgekippte Schlitten oder Menschen auf der Jagd. Ja, selbst der weiße Gespensterbär, der mit den 10 Läufen, erstand aus den Umrissen eines gewaltigen Eisblocks. Aber wenn auch die fantastischen Formen wie von spukhaftem Leben erfüllt schienen, so war doch kein Laut, nicht der leiseste Widerhall eines Geräuschs zu vernehmen. Und durch dieses allgegenwärtige Schweigen, durch diese Einöde, wo fahle Lichter flackernd aufzuckten und dahinstarben, kroch der winzige Schlitten mit den beiden dahin, die ihn zogen. Nachtalben schienen sie zu sein, die den Menschen im Schlafe schrecken. Phantome vom Ende der Welt, am Ende der Welt. Wenn sie müde wurden, machte Kotuko ein Halbhaus, wie die Jäger es nennen, eine kleine Schneehütte, in die sie krochen, wo sie über der Reiselampe das gefrorene Seehundfleisch aufzutauen versuchten. Wenn sie geschlafen hatten, begannen sie wieder ihre Wanderung. 30 Meilen Marsch am Tage, um 5 Meilen nordwärts zu gelangen. Das Mädchen war immer sehr schweigsam. Kotuko aber führte Selbstgespräche oder stimmte Gesänge an, die er im Singhause gelernt hatte. Sommerlieder, Rehen- und Lachslieder, alle in schreiendem Widerspruch zu ihrer Lage. Dann glaubte er wieder, die Tornack zu ihm reden zu hören, und er rannte wild und wirr einen Eishügel hinan, fuchtelte mit den Armen und sprach in lautem, drohendem Ton. In Wahrheit war Kotuku zu jener Zeit dem Wahnsinn nahe. Das Mädchen aber glaubte sicher, dass ein Schutzgott ihn führte und alles gut werden würde. So erstaunte sie nicht, als am Ende des 4. Tagesmarsches Kotuko mit ihr mit glühenden Augen erzählte, dass seine Tornack ihm über den Schnee folge in Gestalt eines zweiköpfigen Hundes. Das Mädchen wandte sich um, wohin Kotuko zeigte, und irgendetwas schien in einer Eisspalte zu verschwinden. Es war gewiss nichts Menschliches, aber jedem war es bekannt, dass die Tornack gern Gestalten von Bären, Robben und dergleichen annahmen. Es mochte ebenso gut der weiße, zehnbeinige Gespensterbär als sonst irgendetwas sein, denn Kotuko und das Mädchen waren so ausgehungert, dass ihre Augen versagten. Seitdem sie das Dorf verließen, hatten sie nichts gefangen, noch auch nur eine einzige Wildfährte gesehen. Ihr Vorrat reichte noch knapp eine Woche und ein Sturm war im Anzug. 10 Tage hintereinander tobt manchmal der Polarsturm, ohne nachzulassen, und jedem bringt er den sicheren Tod, der sich während der Zeit im Freien befindet. Kotuko baute ein Schneehaus, groß genug, um auch den Schlitten mit hineinzunehmen, denn niemals soll man sich von seinem Fleischvorrat trennen. Und als er den letzten Eisblock zurechthackte, der den Schlussstein des Daches bilden sollte, sah er auf einer niedrigen Eisklippe eine halbe Meile entfernt etwas kauern, das zu ihm herüberblickte. Diesig war die Luft. Das, was dort kauerte, schien 40 Fuß lang zu sein und 10 Fuß hoch, mit einem 20 Fuß langen Schwanz hinter sich. Und die Umrisse der Gestalt schienen sich fortwährend zu ändern. Auch das Mädchen sah das Phantom. Aber anstatt vor Schreck aufzuschreien, sagte sie gelassen: Das ist Quiquern. Was wird nun kommen? Er wird zu mir reden, erwiderte Kotuko, aber das Schneemesser zitterte in seiner Hand, als er sprach, denn so gern auch ein Mann glauben mag, mit fremdartigen, hässlichen Geistern gut Freund zu sein, so ungern lässt er sich beim Worte nehmen. Quiquern, nun gar, das ist ein Gespenst eines gigantischen, zahnlosen Hundes ohne Haar. Hoch im Norden soll er leben und erscheint immer im Lande am Vortag großer Ereignisse. Seien sie nun froher oder trauriger Art. Aber selbst der Zauberer hütet sich, von Quiquern zu sprechen, denn der die Hunde toll macht. Gleich dem Gespensterbären hat er eine große Anzahl von Beinpaaren, 6 oder 8, und das etwas, das da in dieser diesigen Luft hin und her sprang, besaß entschieden mehr Beine, als ein wirklicher Hund bestenfalls brauchen könnte. Kotuko und das Mädchen verkrochen sich schnell in die schützende Hütte. Natürlich konnte der Quiquern gern die beiden haben wollen, wenn er die beiden haben wollte, das Haus über ihren Köpfen zusammenschlagen. Aber es war doch ein tröstlicher Gedanke, durch einen fußdicken Schneewall
von der tückischen Dunkelheit draußen getrennt zu sein. Der Sturm brach los mit einem Schrei des Windes wie der gellende Pfiff einer Lokomotive und hielt 3 Tage und 3 Nächte mit gleicher Stärke an, ohne auch nur einen Augenblick nachzulassen. Sie hielten die steinerne Lampe zwischen den Knien, gossen Tranen nach, nagten an halbwarmen Robbenfleisch und sahen dem schwarzen Ruß sich an der Decke festsetzen. 72 lange Stunden. Das Mädchen überprüfte den Fleischvorrat im Schlitten. Er reichte gerade noch für 2 Tage. Kotuko untersuchte die eiserne Spitze und die Tiersehnenleine seiner Harpune, seine Seehundlanze und seine Vogelpfeife. Nichts weiter gab es zu tun. »Bald werden wir bei Sedna sein, sehr bald«, flüsterte das Mädchen. 3 Tage noch, dann legen wir uns nieder und gehen von dannen.« »Schweigt deine Tornak? Singe ihr doch ein starkes Zauberlied und locke sie her.« Er hob zu singen an, heulte im scharfen Diskant der Zaubergesänge und der Sturm ließ allmählich nach. Mitten im Gesang stutzte das Mädchen plötzlich, legte ihre in Fausthandschuh steckende Hand und dann ihren Kopf auf den Eisboden der Hütte. Kotuko folgte ihrem Beispiel und die beiden knieten nebeneinander, starrten sich an und horchten mit jeder Fieber ihres Leibes. Kotuko schnitt einen Span vom Fischbeinbrand einer Vogelschlinge ab, bog ihn zurecht und streckte ihn aufrecht ins Eis. So fein wie die Kompassnadel steckte die dünne Rute im Eise und sie horchten nicht mehr, sondern beobachteten sie. Leise zitterte die Rute, ein wenig, kaum bemerkbar. Nun vibrierte sie gleichmäßig sekundenlang, kam zur Ruhe und vibrierte wieder. Dieses Mal nach einer anderen Richtung der Windrose. »Zu früh«, sagte Kotuko. »Irgendeine große Eisdecke brach auf, weit draußen.« Das Mädchen zeigte auf die Rute und schüttelte den Kopf. »Der große Eisbach ist es«, sagte sie. »Höre, wie das Grundeis pocht.« Wieder knieten sie hin, und nun vernahmen sie seltsames Stöhnen und Pochen, scheinbar unter ihren Füßen. Zuweilen klang es, als ob ein neugeborenes Hündchen über die Lampe hängend quiekte, dann, als ob ein Stein auf hartem Eis geschoben würde und dann wieder wie dumpfer Trommelwirbel. Aber alles klang langgezogen und gedämpft, als ob die Laute wie durch ein Horn von weit, weit her aus der Ferne herüberdrangen. »Liegend werden wir nicht zu Sedna gehen«, sagte Kotuko. »Der Eisbruch ist es. Tornak betrog uns. Sterben müssen wir.« Das mag seltsam klingen, aber die beiden standen unmittelbar vor einer ernsten Gefahr. Der 3-tägige Sturm hatte das tiefe Wasser an der Baffinbucht südwärts getrieben und an der Grenze des weitreichenden Landeises, das von der Insel Baylot nach Westen sich erstreckt, aufgestaut. Die starke Strömung, außerdem die vom Lancaster-Sund ausgeht, führte Meile auf Meile von Packeis mit sich. Raues, welliges Eis, das nicht zu Feldern zusammenfror. Und dieses schwimmende Packeis bombardierte die Kante der mächtigen Eisfelder, während das Schwellen und Wogen der sturmgepeitschten See sie gleichzeitig untergrub. Was Kotuko und das Mädchen hörte, war das matte Echo des Kampfes, der 30 oder 40 Meilen entfernt raste, und die kleine verräterische Rute hatte gebebt unter den Stößen. Aber wie der Inuit sagt, wenn das Eis einmal erwacht und nach langem Winterschlaf, weiß niemand, wann das geschehen mag, denn die schwere Eisdecke ändert ihre Gestalt fast so schnell wie Gewölk. Vorzeitiger Frühlingssturm war augenscheinlich über die Eisnacht gekommen und alles Mögliche konnte daraus entstehen. Dennoch fühlten sich die beiden jetzt ruhiger und zuversichtlicher. Brach die Eisdecke, dann gab es kein Warten mehr und kein Leiden. Geister, Kobolde und Hexenvolk trieben sich umher, um auf dem krachenden Eise. Und sie würden vielleicht, fiebernd vor Erregung, Seite an Seite mit all dem wilden Gezücht eingehen in Sednas unterirdisches Reich. Als sie nach Abflauen des Sturms aus der Hütte traten, wuchs das Gedonner am Horizont noch ständig und um sie her ächzte und stöhnte das Seeeis. »Es lauert immer noch«, sagte Kotuko. Auf dem Gipfel eines Hügels kauerte oder saß noch das 8-beinige Ding, das sie 3 Tage zuvor gesehen hatten, und heulte fürchterlich. »Folgen wir«, sagte das Mädchen, »vielleicht kennt es einen Weg, der nicht zu Sedna führt.« Aber sie taumelte vor Schwäche,
als sie die Zugleine des Schlittens ergriff. Mann, 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 das wird nicht weniger dramatisch. Ups.